In diesen Endspurttagen vor Weihnachten sitze ich doch immer wieder vor dem Computer, um noch dies und das vorzubereiten, einen Text zu schreiben, einen Gottesdienst zu gestalten, Mails zu beantworten und vieles mehr, auch natürlich den Kalender zu pflegen. Und dann kommt es doch immer wieder vor, dass schon auch in diesen Tagen eine Mail durchkommt mit freundlichen Grüßen auf das Weihnachtsfest hin. Es sind die kleinen Auftankmomente, die mir deutlich werden lassen, dass eben andere an einen denken, gerade auch zu Weihnachten. Ich weiß nicht, wie weit du schon bist, ob du schon Grüße auch an Verwandte, Freunde und Bekannte per Post oder auch per Mail schon fertig hast, sodass sie nur noch raus müssen. Oder vielleicht sind sie ja auch schon verschickt. Ich jedenfalls merke, so manche Zeit fehlt mir noch, um Grüße vorzubereiten. Vielleicht ergeben sie sich an diesem Tag oder in den nächsten Tagen, gerade in der digitalen Art, noch etwas. Gute Vorbereitung, gutes Schreiben mit kreativen Gedanken und Ideen.